3-2-1 Sieg. Ja, es lag nicht fest, dass ich hier anfange. Ich habe mal scheiß Adapter gesucht fürs Pad. Adapter. Naja, ich brauche einen Adapter für einen Computer. Erstmal mal gucken. Ich habe ja einen kompletten Tower aufgebaut hier, der neue. Der ist riesig. Ne? Also neues Computergehäuse für Ja, genau. Grafikkartengewinnung. Ja, genau. Und Adapter hast du aber vorher schon gebraucht. Der hat mit dem Tower nichts zu tun. Nö, Ach genau. so, du Ich hast habe ihn ja nicht gefunden, weil auseinander gebastelt. Ich hier im Taschenlampe gesucht, okay. ey. Muss den ersten Gang anfahren. Halt doch. Ja, dann hast du halt einen scheiß Start gemacht. Ja. Ich glaube, das ist sein Verkehr geschuldet in Peru bei Bischof Lutti. Was? Ja, er hupt doch immer. Ach so. Meinst du, die fahren da auf der normalen Straße auch immer so? Ja.
wird's gleich passieren. Der Sieger! Jo, Rex fährt echt gut. Also fährt echt gut. Geht der Suche oder nicht? Ah, no. Ja, es ist schon unwahrscheinlich, dass auf einmal, wenn Neues einfach auftaucht, was schon wieder. Sky. Jetzt Spiegel gespiegelt oder Rück, irgendwas wird gespiegelt. Ah. Gespiegelt. Doch, das. Olli, noch einer? Leute los. Aber den mehr Accounts am Start. Ja, so ein bisschen aufpassen, also hinter Oily herfahren könnte gefährlich sein. Oh, jetzt ist das erste Rennen schon mal zu spät. Bishop hat verpasst, ein Auto auszuwählen. Oh, ey, der kommt nicht um die Kurve rum hier. Mein Game ist gerade gecrashed. Und das da. Überhitzt trotz neuem Rechner. Im Gehäuse. Ohne Witz, ich hab. Mein Rechner ist wirklich stabil. Ohne Scherz. Aber ich hab. Beim Laufbetrieb. Einer der RAMs gestreichelt. Warum? Der Rechner ist neu gestartet. Ohne Witz. Ich hab ihn null Druck, nichts ausgeübt. Weißt du, so, ne? Wie ein sanftes Streicheln. Die Finger anherschieben. Das Ding ist neu gestartet. Ja, aber warum machst du sowas? Ich hab mich auch gewundert. Alter. Da dachte ich wirklich. Hier los, ne? Also, du träumst. Ne? Oh ne, so schlimm finde ich es gar nicht, meine so unerwartet. Also da ist ja schon statische Energie in deinen Fingern ein bisschen aufgeladen. Ja, ist Plastik eigentlich. Es ist so empfindlich, das hätte ich wirklich null gedacht. Also was ist Plastik? Null. Ist ein Kühlkörper drauf, oder was? Ja, ein Kühlkörper, aber das ist halt ja nichts. Das ist Metall bestimmt, kein Plastik. Aber egal, der Kühlkörper berührt die Chips nicht, stimmt schon. Wie gesagt, also nach dem Einbau, ne, probiert, ist stabil, fass mal alles an, weißt du. Ja, wenn er aus ist. War schon komisch. Also früher, und mit früher meine ich im Sinne von vor 100 Jahren oder so, sind Chips kaputt gegangen, wenn du sie angefasst hast. Inzwischen haben die alle einen Schutz, weil du kannst da wirklich durch so Aufladung von Katze, von Luftballon, von Teppichboden, du kannst da teilweise Kilovolt an deinen Finger haben. Natürlich ist da keine Energie hinter, aber die Spannung ist ja irrsinnig hoch. Ach, was passiert ist. Und wenn du dann irgendwas berührst, dann brutzelt es halt kurz und dann ist es kaputt. Inzwischen haben die alle Schutz dagegen, aber im laufenden Betrieb. Oh, was weiß ich. Krass ist ja. Ich. Na, egal. Nee, das ist erst nicht so drin. Irgendwann.
Ich meine, ich spiele ja zurzeit auch dieses andere Spiel. Ja, es ist grafisch Bombe. Auch performancemäßig, ja. Es sind so 3000 Filme auf Bildschirm und es ist flüssig. Der Satz klang jetzt irgendwie, als würde noch ein Aber kommen, aber ich höre keins. Nö, also es, okay, kein Aber. Nee, es ist klang halt, als würde da noch ein Aber kommen. Kann ich Ihnen nachher mal zeigen, kurz im Spiel. Ob es da so eine Szene gibt, weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Na, vielleicht ist es die halbe Wahrheit. Aber es ist schon sehr performant und Glückwunsch, auch du hast das Rennen gewonnen. Lex hat offenbar einen Crash gemacht, nachdem du geschrieben hast. Crash von was? Crash vom Auto. Achso. Vom Auto. Achso. Okay. Zumindest hat Bishop geschrieben, don't read while driving. Okay. Scheiße, meine Siege weg, jetzt bist du mit 4-0 Erster. Kotzen wir. Ja, 4-3. Tropical. Achso, gut, das ist einfach das zweite Mal. Hast du das Qualifying gesehen heute? Nee. Und gestern? Nee. Ich hab gehört, ja, weil das ja, wenn RTL überträgt, eine Nachricht wert ist, dass Verstappen wohl gut war. Schneller als der Konkurrent, aber dann habe ich schnell auf Mute geschaltet, also irgendwer ist wohl ein Konkurrent. Und er kann's wohl gewinnen oder irgendwie sowas? Also die Weltmeisterschaft schon wieder? Naja. Wie viele Rennen vor dem Schluss wäre das dann? Ja, warte mal. Denk mal, vorletzte, was weiß ich, ist mir egal langsam, ey. Also wir fahren, naja, egal. Naja, da wo ich gerade bin, oh, jetzt habe ich schon wieder meine Öl genommen. Da wo ich gerade beim Gucken bin, ist es halt gerade so, dass die anderen anfangen von der Performance her aufzuholen und die Gegner für was verstappen werden. Aber scheint wohl nicht so richtig gut zu klappen. Ja, jeder nimmt gegen uns immer die Punkte weg. Und Norris haut andauert den Start. Oh, okay. Gott hat er bremsen. Langsam ist es mir nicht mehr gut. Boah, ich würde irgendwie echt auch gerne mal so eine digitale Bishop-Bremse probieren. Ich hätte es ja gerne auf dem Fuß und nicht irgendwie am Pedal auf dem Knopf, am Lenkrad auf dem Knopf. Ganz einfach zu machen. Nee. Musst du die Range verkürzen beim Kalibrieren. Nee. Ah, das ist alles nicht so das Wahre. Ich will einen Knopf, der Klick macht. Dass man weiß, man hat gebremst. Jetzt könnte ich halt eben, klar, ich kann halt eben, genau, durchs Kalibrieren von dem analogen Pedal kann ich halt eben einstellen, dass es quasi digital sich verhält. Aber dann weiß ich nie, wie weit ich drücken muss und das ist irgendwie... Beim normalen Knopf hast du halt Feedback, ja? Du hast einen minimalen Hub, du drückst ihn nur, du drückst ihn nicht, fertig. Das hast du bei den Pedalen halt nicht. Der Lenker hat keinen Platz. Hä? Lenker hat doch, ja, Platz, aber dann müsste ich mich umgewöhnen, dass ich jetzt mit dem Finger bremse und das Lenkrad steht halt eben mal so und mal so, dass die Bremse ist halt eben... Ach, es ist halt... Es geht, ja, aber man müsste sich umgewöhnen. Das ist dann halt eben nichts, was du mal eben so probierst. Man muss es ernst meinen, ja, dafür investiere ich nicht die richtige Menge an Zeit. Gott, ist das doch ein falscher Gang. Oh, ich hab vorhin noch gesagt, dass eine Automatik hier in der Fresse. Oh, das ist du jetzt hinter mir gar nicht, Max. Achso, Max fährt doch nicht mit. War nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt ist er aber hängen geblieben. Die Abkürzung hat ihm nicht gefallen.
Ferrari gefällt diese Abkürzung auch nicht. Ja, so richtig smooth ist der Wallride nicht. Kurven und Ding auch nicht. Glückwunsch, du bist Dritter. Jetzt Tropic Sunset Forward Nerd. Nee, doch nicht. Doch nicht mehr so. Obwohl, ja, man weiß jetzt gar nicht, zu wem er Hello Azuka sagt. Zu Durix oder zu Eulig? Zu beiden. Ah, fahren doch alle mit. Zwei Runden, ganz ungewohnt. Höhener Flug, im zweiten Sprung. Letzte Runde.
Das ist echt unfair, weißt du? 75% der Autos ist nicht mein Auto. Aber F1 und LM sind so nah aneinander, dass ihr euch kaum umgewöhnt. Das oder ich, aber ich. Naja, ja. Also ich war bei CLK. Ich bin alleine da. Ja, ja, F1 und LM ist dasselbe Auto. Also, ja. Irgendwie sind manchmal ein bisschen anders, klar. Haben auch die einzigen beiden. Naja, so kann man den Sieg auch verschenken. Wie, hat er einen Unfall gebaut oder was? Nee, ich durch den Flug. Ja, bin zu weit geflogen. Wo ist denn Sky? Gar nicht wiedergekommen. Oi, okay. Interessant. Das ist Urex. Wer ist das denn? Das Dings hier, unser alter Russe oder was? Die einzige Möglichkeit, der da wäre. Der andere Russe. Bam. Nee. Alex, dieser Alex oder so. Wie der hieß. Bam ist auch schon ewig hier. Ja, stimmt. Ah, hier warst du mit dem einen Inder. Der andere da. Irgendwas M. Ach so, Meteor. Nee, der ist ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr mitgefahren. Der war zwar auch gut, das stimmt schon. Aber dann nach so langer Zeit spontan wieder, das glaube ich nicht. Er scheint auch wieder gar nichts mehr zu fahren. Der ist zwar echt aktiv im Forum, aber ich meine, also im Discord, aber er hat irgendwie gar nichts mehr. Alle LM-Fahrer umstellen. Die armen, armen Leute. Aber nicht so oft. Gibt aber auch, glaube ich, gar keine reinen LM-Fahrer mehr. Bishop war vielleicht mal einer, aber der fährt ja auch alles inzwischen. Oh. Ich bin echt bei beiden Sprüngen vom Gras gegangen, ja. Du hast sie wieder beim zweiten abgeflogen. Oh oh, so versau ich mal wieder alles. Ja, das lenkt halt nicht ein, das Auto. Moment, halt was andere. Aber die erste Runde hätte mir gehört. Was heißt hier hätte? Au.
da kam die Antwort war schon irgendwie schräg. Ist mir gleich im ersten Sprung geflogen. Ach, diese Sprungstellen. Ich glaube, genau Handouts gehört. Auch so eine Sprungrampe. Wie spät ist es jetzt? Jetzt noch mal. Ungefähr 21.35 Uhr. Okay. Du bist Zweiter. Das sagt zumindest. Tja, bin ja mal gespannt auf die Antwort. Im Ladescreen. Boah, krass, okay. Was spielt er? Nix, also für ein paar Jahre nicht gespielt. Aber wir haben doch vor 5 Jahren schon gespielt. Wo war der? Ja, der aber nicht. War den überhaupt ein F? Automatik. Ja, jetzt komm mal. Wo warst du? Nicht bei uns. Na, er kann ja zwischendurch gespielt haben. Bischof hat ja auch zwischendurch gespielt. Also irgendwann mal, da waren wir schon weg. Wo waren wir weg? Also ich war zumindest weg. Oder kanntest du Bischof von damals? Nee. Das ist so. Warst du da wahrscheinlich auch weg. Weil der hat ja, als ASEC bei EA Old Farts gehostet wurde, quasi alles dominiert gehabt. Aber als ASIC noch bei Need for Better Speed war, da war der, glaube ich, noch gar nicht da. Aus der Zeit kann ich mich zumindest nicht an ihn erinnern. So gesehen gibt es da schon irgendwie so mehrere Epochen von HP2-Spielern. Was ja an sich cool ist, ne? Das Spiel hat sich halt sehr, sehr, sehr lange gehalten. Ist die letzte Runde. Ich glaube, da fährt manuell Bischof. Die Automatik ist am 6. bei mir. Ja, dann ja. Aber. Oh, Bischof ist gecrashed. Das ist sehr beruhigend, so geräuschbar, also nichts. Von wegen nichts, jetzt aber mir und Hut. Rückwärts verbrenne ich mir nicht die Finger. Hoffe ich mal. Komm rum. Zweiter. Mal mit Hupen. Schlimmes Hupen, ne? Ha, beste Runde. Ja, ich weiß auch wo. Und aber Pini, ja, du bist da am Ende da ganz schön nachgelassen.
LM. Limousine. Nee, doch nicht Limousine. Le Mans, wusstest du, dass es Le Mans-Schränke gibt? Was heißt Schränke? Küchenschränke, ich, die sich Le Mans-Schränke nennen. Ja, wahrscheinlich. So wie Klick-Fick für irgendeine scheiß Tischlampe bei Edeka. Bitte was? Achso, nein, das ist nicht der Name des Schrankes, so wie bei Ikea Schränke Namen von der Reihe oder so, sondern die Art des Schrankes heißt so. Ne, so ja, wie es Hängeschränke gibt, gibt es Le Mans-Schränke. Das war sehen. Weiß ich auch nicht warum. Oh, ich weiß warum. Ah, Testversion, ne? Nein, es ist fast noch witziger. Das sind diese Schränke, die quasi, wo man in... Wenn du eine Ecke hast, wenn die Küche eine Ecke hast, wo du normal nicht hinkommst, dann gibt's diese Le Mans-Schränke, die können da quasi was reinfalten. Also du hast da quasi einen Boden und den kannst du rausziehen. Und der faltet sich da so aus dem Schrank raus. Also du kannst da quasi Sachen in Ecken stauen, wo man normalerweise nicht hinkommen würde. Und die Form, die der Boden hat, damit er sich da in diese Ecke reinfalten kann, sieht aus wie die Le Mans Rennstrecke. Okay. Deswegen heißen die Schränke Le Mans Schränke. Kurz Ton weg und auf einmal ist das Lenkrad schwierig. Ey, es ist zum Alter. Gut, dass ich eh nur Zweiter war, sonst wäre es echt zum Kotzen gewesen. Du bist Dritter. Braucht dein Lenkrad zu viel Strom oder was? Nein, das ist ja immer so, dass das da irgendwie so Macken hat. Also der Rechner. Manchmal wird man auf den Desktop geworfen, manchmal ist nur ein kurzer Macker, zumindest danach fast immer das Lenkrad schwergängig. Und dann muss ich irgendeine Taste drücken, irgendeine Taste am Lenkrad, dann wird es wieder leichtgängig. Und ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mich für die Taste runterschalten entschieden, was genau falsch war in dem Moment. Das war so dumm, ey. Naja. F50 auf... Ja. Ich werde nicht mehr mitfahren, ne. Boah, diese blöden Herdplatten, also nicht Herdplatten, Kochfelder. Ja, diese Stromanforderungen von denen sind wirklich unangenehm und irgendwie ist das mit dem Strom echt kompliziert bei mir. Sieht so aus, als ob mir keiner das Ding anschließen will. Keine Elektriker? Hä? Ja, es ist halt alles so ein bisschen durcheinander. Die müssen sich halt an Regeln halten. Dann sagen sie nur, ja, nicht. Mag ja sein, aber bei uns gibt es zwei, also für Herd extra Stromversorgung. Ja, schön für euch. Bei mir nicht. Ja, die ganze Wohnung hängt bei mir nur an Wechselstrom, nicht an Drehstrom. Ich will aber trotzdem einen Herd, der irgendwie mehr als eine Stromversorgung braucht.
Ich weiß nicht, was dann da die Lösung ist. Ich hab vorhin. Ich hole mal zur Knabber, Moment. Autsch. Glückwunsch, du bist Zweiter. Hast du das Knabbermaterial schon geholt? Mhm. Dann google jetzt nach Le Mans-Schränken. Hast du auch mal welche gefunden? PCG Josie Hoche, wie spricht man den? Versucht beizutreten. Ja, auch nie mitgefallen. Ist auch einer von so ganz, ganz damals, oder?
Der Sieger. Deine Snacks klingen gesund.
Glückwunsch, du bist Dritter.